So, und damit Hallihallo und herzlich willkommen jetzt nach einer Woche bei mir mal wieder mit Scheiße. Ich weiß den Namen nicht mehr, es tut mir leid. Minecraft TB Custom. Da 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 da. Ja, wir sind wieder am Start. Hat jetzt schon, zwei Wochen Pause hatten wir jetzt schon fast gehabt über die Weihnachtsfeiertage, Ja, beziehungsweise. passt ganz gut. Ja, stimmt. Wollten eigentlich davor nochmal aufnehmen, haben wir gar nicht mal geschafft. Nee, das war dann doch zu kurzfristig. Naja. Tja. So. Aber es hat sich dennoch einiges getan. Echt? Ja. Ich war zwischendurch immer mal drauf. Ach so, okay. Ja gut, ich nicht, aber. Dann kannst du ja mal erklären, was du denn Schönes gemacht hast. Ich sortiere gerade Äpfel ein. Kleinen Moment. Oh, die Apfelkiste ist voll. Okay, dann Warte, können dann wir die nehme ich noch einen wegschmeißen. Stack. So. Ja, zu viele Äpfel. Also, was ich gemacht habe in der Zeit, ich weiß nicht, hatten wir das letzte Mal schon die Recycler hier? Wie was? Recycler. Nein, Ich ich glaube glaube nicht, ne? nicht. Okay. Nö. Dann habe ich neue Recycler gebaut. Die Recycler sorgen dafür, dass wir Scrap produzieren. Die landen hier in der Kiste. Beziehungsweise werden unten direkt mit einer Automatic Workbench umgecraftet zu Scrapboxen. Dafür braucht man einfach nur neuen Scrap in eine Workbench. Und die Scrapboxen kann man unter anderem dazu verwenden, sich random Items zu geben. Die generieren immer so ein zufälliges Item. Da kann auch ein Diamant rauskommen oder auch mal nur eine Angel. Oder man packt die hier rein als, wie heißt das nochmal? Als ein Stoff, der das Ganze hier beschleunigt. Und dadurch können wir mehr von dem Matter hier produzieren. In dem Mass Fabricator, von dem UU Matter. Und mit dem UU Matter kann man sich ziemlich viele Items einfach reproduzieren. Allerdings verbraucht das ziemlich viel Energie und ziemlich viele Items, das überhaupt erstmal herzustellen. Hast du mich gerade gehauen? Es hat geleckt. Oder? Oh. Eigentlich habe ich dich geschlagen und dann hast du. Was hast du eigentlich da für eine Rüstung an? Die ist ziemlich zusammengewürfelt. Ich hatte einen kompletten Nanosuit und dann bin ich gestorben. Weil ich Wieso? zwischendurch AFK gegangen bin. Also ganz kurz nur. Und dann wurde ich von drei Zombies angegriffen und die haben mich dann kaputt gehauen. Weil Okay. ich das Jetpack noch anhatte. Und deshalb habe ich auch da hinten dieses Teil gebaut mit dem Replikator, um Sachen zu neu zu produzieren, die man einmal gefunden hat, damit wir uns eine Rüstung bauen können, die sowohl ein Jetpack hat als auch Rüstung bietet. Denn das haben wir im Moment noch nicht, aber das ist sau teuer. Das dauert noch ein bisschen. Aber mal sehen. Naja, ich werde da hinten mal ein bisschen aufstocken wieder mit Scrapboxen, damit der wieder ordentlich Beschleunigung hat zum Produzieren der Masse. Ansonsten habe ich hier noch einen neuen Generator drunter gebaut. Unter unsere Siedlung. Da haben wir jetzt einen Magma-Generator. Willst du dir mal zeigen? Der sieht eigentlich ganz interessant aus. Ja, warte, ich fliege, aber irgendwie fliegt man nicht schnell. Du kannst ja sprinten dabei. Nein. Gib dir eine Sprint-Taste. Nein. Doch. Nein. So, wo bist du? So, hier. Hier, so. Okay, zeig mal her. Ich muss kurz suchen, wie wir jetzt da am besten runterkommen. Na, komm mal hier mit. Au. Hier ist so ein kleines Ding davon, das jetzt nur das hier betreibt. Das hier rechts ist ein Endertank. Dazu steht ein Äquivalent in Nether. Oder in der Hölle, Nether, wie auch immer man das nennen möchte. Die sind mit Farbcodes kodiert. Der hier ist jetzt mit Pink, Yellow, Yellow. Das heißt, wenn die gleiche Farbe auch in der Hölle platziert ist, wo Lava reingepumpt wird, kann man hier Lava rauspumpen. Was sehr praktisch ist, um diese Magma-Dynamos zu betreiben, die hier jetzt durchgehend mit Hilfe von Magma Energie produzieren. Aha. Praktisch, ne? Wenn man hier draufklickt, kann man Ah, entweder sagen, wunderbar. hier soll noch was reinfließen oder hier kann noch was rausfließen. Je nachdem, welches Rädchen unten ist. So, das heißt, wir haben eine ganz gute Energiequelle mittlerweile.
Allerdings müssen wir uns irgendwann mal überlegen, einen Atomreaktor oder so hier dahinzusetzen. Für Und noch die genügend Umwelt zu Energie. verpesten. Mann, Das Mann, ist doch Mann. Minecraft. Ja, trotzdem. Ach ja, und ich habe übrigens unser Dorf mal so ein bisschen gesichert gegen Creeps. Also ziemlich viele Fackeln verteilt. Wenn du F7 drückst, standardmäßig, hast du am Boden ein gelbes Raster, da wo Creeps bei Dunkelheit spawnen. Also wenn es Nacht ist. Und ein rotes Raster da, wo Creeps nur spawnen, wenn Nacht ist. Moment. Nein, wo Creeps immer spawnen können. Rot immer, gelb nur bei Dunkelheit. Also Nacht und Regen und so. Dadurch kann man ganz gut die Areas abchecken, dass man alles irgendwie sicher macht. Aua, der Baum ist in mir gespawnt. Naja. Gut, und was ich jetzt noch kurz machen wollte, ist mir einen neuen Nanosuit bauen, weil mein Alter irgendwie ein bisschen gelitten hat. Du möchtest doch sicher auch mal eine bessere Rüstung, oder? Ja, eigentlich hatte ich jetzt hier in unserer kurzen Aufnahmesession vorgehabt, mein Haus endlich mal fertig zu bauen und Monster sicher zu machen, weil da momentan noch Monster drin spawnen. Ja. Ja, das kannst du ja auch machen. Dann kann ich in der Zeit genügend Zeug bauen, damit wir uns Nanosuits herstellen können. Was ein paar Diamanten kostet, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir haben mittlerweile ganz gut Diamanten. Okay, das hört sich doch wunderbar an. Coal Dust brauchen wir. Okay. Also ich muss vorbildlicherweise sagen, dass ich in den 2 Wochen nichts gemacht habe. Im Gegensatz zu Benedikt. Deswegen kann ich leider nichts erzählen. Ja, Stell mal ordentlich viel davon her. es soll mir verziehen werden, allein schon, weil der Marathon halt war und bla bla bla, ne? Ja, verzeiht ihr. Du sollst mir nicht verzeihen. Nein, Du das schaust war meine an die Rede Zuschauer aus nicht. gerichtet. Ihr sollt ihr verzeihen, verdammt. Ja. Los, ihr So. Hunde. Na, meine Zuschauer sind keine Hunde, das sind alles Pferde? kleine, nein, Schweinchen. Schweinchen. Ja. Ist das abgesprochen? Ja. Natürlich. Wer einer von euch sagt jetzt was dagegen? So viele Creeper hier und so. Ich flieg mal rüber zu dem Bereich, wo ich die Quarries immer anlege. Jawohl. Für die Rohstoffzuleitung. Wolltest du mich nicht eigentlich die nächste Aufnahmesession, heißt diese hier, in den Mond schicken? Ja, wenn das mal so einfach wäre. Aha. Haben wir es Ich also hab's noch nicht nicht geschafft? geschafft, so weit zu kommen. Nee. Allerdings habe ich mich auch erstmal darauf konzentriert, die anderen Sachen zu machen, muss ich ehrlich sagen. Was heißt andere Sachen? Überhaupt Das Zeug, was mal du jetzt gemacht hast. voranzukommen. Ja. Okay, gut. Also aus irgendeinem Grund klappt das Quarry nicht ordentlich, habe ich das Gefühl. Das ist nur aktiv, wenn ich hier auch in der Nähe bin. Ja, dann musst du Timo nochmal fragen, ob der, bla, weiß ich nicht. Weil, weiß ich nicht warum. Aber wenn man hier jetzt mal. Ich will jetzt eigentlich nicht die Tasten durchprobieren, um ehrlich zu sein. Wenn man F9 drückt, kann man sich die Chunks anzeigen lassen und auch anzeigen lassen, welche gerade aktiv sind und geladen werden automatisch. Und hier steht irgendwie nicht bei, dass das automatisch geladen wird, dummerweise. Übrigens hier bei den Leuten, die bei mir gucken, die Ender-Chest, die ich hier gerade angucke, da steht ein Äquivalent zu, bei uns zu Hause. Habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, ne? Mit den Farbcodes auch. Genau wie beim Ender-Tank, nur halt für Items. Wie auch immer. So, der Quarry Okay. gräbt gerade wieder. Ich hoffe, ich mache das jetzt alles hübsch. Es muss ja immer alles hübsch sein. Ja, man muss sagen, wir hatten es vorhin schon wieder drüber gehabt, weil ich mir wieder ein neues Auto angeschafft habe und ich natürlich darauf geachtet habe, wie das Auto aussieht, ne? Und da hat der werte Herr schon wieder gemeckert. Ich habe nicht gemeckert. Nee. Ich habe nur etwas angemerkt. Du hast gemeckert, aber volle Ladung. Ich finde nur, man sollte froh sein, wenn man überhaupt ein Auto hat. Nein, das Auto muss gut aussehen und ordentlich PS haben und ja. Man muss ja mit dem Auto auch Chicks aufreißen können. Das kannst du mit so einem Pups Ford Fiesta einfach nicht.
Nichts jetzt an die Leute, die Ford Fiesta-Fans sind. Gibt auch schöne Ford Fiesta, aber so. Und diese 500-Euro-Dinger, das geht gar nicht. Man kann, überleg mal, du machst die Glasscheibe runter, streckst deinen Arm raus und machst hier einen auf Obernatschicks und da lacht jeder aus. Nicht, ne? Wenn man genügend Selbstbewusstsein hat. Also ich würde dich auslachen, egal wie viel Selbstbewusstsein du hättest. Ja. Ja. Vielleicht. Auf jeden Fall. Das geht einfach nicht. Nee. Also bist schon manchmal ziemlich gemein, ne? Und verletzend. Und fies. Wieso? Und furchtbar. Was? Gar nicht. Habe ich verletzend schon gesagt? Ja, nein. Nein. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist lediglich nur meine Meinung. Brauchst du eine komplette Rüstung? Ja, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht, ja. Also ich hab... Oh je, das... Oh je. Reicht nicht? Doch, es würde reichen, aber... Aber? Das Problem... ja. Ja? Moment, jetzt habe ich, glaube ich, eins zu wenig. Das Problem ist erstens, du musst natürlich jedes Mal, wenn du voll ausgerüstet sein willst, dein Rüstungsteil umziehen, damit dein Jetpack auch zur Verfügung ist. Okay. Weil das Jetpack hier nicht mit einbaubar ist. Also wenn du dein Jetpack benutzen willst, ne, musst du umziehen. Dich umziehen. Okay. Das sag vorher Bescheid, dann helfe ich dir. Ja. Und dann machen wir das. Du willst nur spannen. Nein. Ich drehe mich dabei um. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich drehe mich dabei um. Und knebelst deine Hände nach hinten, damit du mir helfen kannst. Ja. Aber nicht doch. Nee. So. Nee. So einer bist du ja nicht. Nein. Oder hältst du mich für so einen? Eigentlich ja. Das finde ich jetzt gemein. Also, es tut mir auch fast leid, muss ich sagen. Aber... Ein Glück nur fast, sonst hätte sie jetzt ein schlechtes Gewissen. Genau. Boah, nein. Wo kämen wir denn da hin? Geht nicht. Nein. Nein, aber nein. Nein. Wo ist der? Ach, da ist die Schaufel. Was aber nein? Ich wollte dich nicht verletzen. Deswegen. Ach so. Ach, das ist aber nett. Fällt dir ein bisschen spät ein, ne? Wieso? Jetzt macht er hier schon wieder nichts. Das Quarry ist aus, wenn ich nicht da bin. Das kann's doch nicht sein. Das ist genau das Problem an dieser neumodischen Technik in Minecraft. Ich werde da gleich mal Bescheid sagen. Das kann doch so nicht angehen. Und ich werde vor allem anfangen, hier mal unsere Mondbasis, also Mondabschussrakete aufzubauen. Wenn es genehm ist. Ja. Den Platz dafür jedenfalls. So, wir hatten gesagt, dass wir hier in die Mitte des Quarries ungefähr, also da, wo der Quarry gegraben hat, die Abschussbasis hinzubauen, weil es sicherlich ziemlich cool ist, von hier aus der Mitte hochzufliegen. Deswegen versuche ich mal hier ungefähr die Mitte rauszupicken und hier dann eine Plattform hinzubauen, die groß genug ist. Wir brauchen für das Abschusspad eine mindestens 3x3 Plattform. Mhm. Und außenrum noch ein bisschen Platz, um das Ding zu betanken. Und außerdem für was eigentlich noch? Ja, man kann noch so ein paar Kommandos mit dazu angeben. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was das andere war. Ja. Gut, wir haben ja eigentlich ein Loch, was groß genug ist. Was du ja kaputt gemacht hast, beziehungsweise ausgegraben hast. Ja, quasi. Also selber habe ich es jetzt nicht ausgegraben. Das wäre ein bisschen viel Arbeit gewesen. Ja, gut, das stimmt. Aber das Loch haben wir ja schon. Hm.